Küste ist jetzt nicht so viel, das habe ich relativ schnell abgeerntet. Und ja. Also eine Kiste ist aber auch relativ schnell voll, ne? Aber ich weiß nicht, musst du wissen, also anders würde mir jetzt auch nicht einfallen. Und da ist das tatsächlich noch irgendwie das Logik oder das Einfachste, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich fliege jetzt noch rauf auf den Metallberg, schau, ob er dort ist, und wenn nicht, dann weiß ich nicht. Okay, aber mit anderen Worten hast du keinen Bock. Ja, ich könnte drüber fliegen mit der Axt. Ja, eine super Idee. Jut, 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 jut. Dann cooler ich mal hier ein bisschen mit dem Blödheinz hier durch die Gegend. Versorgt sind die ganzen Viecher jetzt auf jeden Fall schon mal. Ja, aber du machst das Mammut voll und dann komme ich mit dem Boot rüber. Dann muss ich halt fahren. Ja, ich schätze trotzdem erst, ob der Quetzal oben ist. Ja, gut. Disco, Disco, Party, Party. Oh, oh. Und wie sieht's aus? Ja, ich weiß nicht, wir haben kein Bett oben, ich muss hinfliegen. Also, ich dachte, du wärst schon da. Nee. Ich dachte, du bist ja einer von der schnellen Sorte. Und auf dem Weg? Jo. Und wo bist du denn jetzt gestartet? Vom Ufer oder von hier deinem versteckten Seeding da? Von meiner Base aus. Also am Ufer. Ja, was meinst du jetzt? Holz oder Fliegen? Hä? Ja, ich fliege jetzt zum Metallberg. Ja, richtig. Wir reden irgendwie aneinander vorbei, kann das? Ja, ist so. Oh, perfekt. Ich bin der Quetzal. Nimm das doch. Wow, der ist so groß, es leckt. Oh, bis 24. Ach so. So. Ich könnte eigentlich mal ein Stück Energy gönnen hier, ne? Nicht, dass ich einschlafe oder so. Holz mit? Wobei, was endet denn mal? Tetsch oder Holz? Bei was? Hier die kleine Rumkugel. Ja, der erntet ganz phänomenal ein Holz aus dem Baum. Am besten Stein. Ja, schon klar. Ich weiß nur überlegen, ob der auch Tetsch gibt, aber nein. Ja, wenn, dann eher da ein Kühlo. Ja, aber der ist halt noch langsamer. Ja, das Witzige ist, mein Gürteltier ist weggepackt. Okay. Was genau ist daran nicht so witzig? Nee, ich sag nur.
Warum genau steht Edna hier oben? Und wird vermutlich bald verhungern, wenn ich mich nicht drum kümmere. Ja, ist halb verhungert. Ich habe natürlich jetzt gerade kein Fleisch in der Tasche. Was ist nochmal Follow One? T? Nee, T ist böse, ne? Nee, T ist... Wenn du es anschaust, folgt er dir. Und einfach drücken ist, er folgt mir. T ist ja. Einfach... Ja. Was war denn J böse? J? Ja, U war gut. U war gut, T war gut, J war böse. Zweimal schlagen, 54 Steine. Perfekt. Eigentlich, warte mal, kann ein... Wie ist das eigentlich, wenn man eine Plattform auf den Quetzal drauf baut? Ja. Wie viel trägt er denn überhaupt? Also wenn man darauf jetzt eine Kiste zum Beispiel setzt... Kann man da im Prinzip x-beliebig viel reinschmeißen? Das weiß ich nicht. Gute Frage. Weil ansonsten ist das ja wohl mal der perfekte Transporter, um mal eben schnell Ressourcen zu holen. Du fliegst mit dem Ding auf einen Metallberg zum Beispiel, erntest da alles ab, je nachdem was. Also meinetwegen Stein. Gott sei Dank. Stein oder Metalle oder Kristalle ja, oder was. Ja, das machen wir immer so. Ich nehme sogar ab und zu dann einen Kühler mit drauf. Ja, genau. Du kannst dann viel mit hochschleppen und dann machst du da oben die Kiste voll und dann fliegst du woanders. Das mache ich die ganze Zeit, fliegst du in den Inventar. Ich habe hier oben eine Smithy und eine Forge. Die kann ich dann immer, kann ich gleich verarbeiten. Wenn ich Metall brauche, nehme ich es mit. Das Witzige ist, der Quetzal hat jetzt nach dem Update nämlich so einen Irokesen auf dem Kopf. So ein Flauschig. Okay. So, Edna, landen. Und vor allem gepowert werden, bitte, Edna. Gepowert? Ja, vom, vom Fressnapf. Das meine ich. Ich glaube, du wirst dich fast schlapp lachen, wenn du den Quetzal siehst. Ich bin mir nicht sicher. Das ist immer an einem Kopf halt. Sonst schaut eh fast gleich aus. Ich muss erstmal die ganzen Dinos jetzt wieder umparken. Die stehen schon wieder so, wie sie gerade wollen. Okay, jetzt ist das Problem gelöst, Gotcha. Jetzt kann ich rüberkommen. Okay. Hast du ihn jetzt, oder was? Jo. Ich brauche auch nochmal so einen Quetzal. Ja, wenn sie es nicht rausgepatcht haben, kannst du noch immer auf den Quetzal aufspringen. Wenn du über ihm fliegst. Das kann aber auch total daneben gehen, oder? Wenn du keinen Fallschirm hast, ja. Also, dann springt man da drauf? Ja, genau, und dann kann man oben stehen. Weil ich meine, wenn du jetzt einen Quetzal gezähmt hast, du hast nur einen normalen Sattel, du drückst in der Luft E, bleibst auch auf ihn stehen und er regeneriert Stamina. Okay. Obwohl du auf ihn theoretisch drauf bist. Das heißt, ich könnte bis zum Rand nach oben fliegen, könnte dort E drücken, dann stünde ich auf dem Quetzal drauf. Er wird Stamina regenerieren und ich brauche nie landen. Ja, macht doch Sinn, oder? Ja. Ja, guck mal, schau, der nächste Quetzal. Ja, du machst mich jetzt irgendwie richtig rollig, wenn du die ganze Zeit sagst, oh, guck mal, noch ein Quetzal. Oh, guck mal, noch ein Quetzal. Eigentlich ist das ja der gleiche, nur ich habe ihn nochmal gesehen.
Das sagst du jetzt nur, damit ich nicht anfange zu weinen. Sei doch ehrlich. Ne, sie ist wirklich der Geige. Und der ist relativ nah bei uns. Das, du meinst, man könnte den runterballern? Also, jo. Wenn er runterfliegt, das können Rexian Raptoren hier sein. Hm. Und wenn man draufsteht, kann man den irgendwie dann noch irgendwie bewusst in eine Richtung steuern oder muss man halt auch hoffen, dass der. Ja, wenn er bewusstlos ist, fliegt er einfach runter. Ja, aber kann ja sein, dass du eventuell dann, wenn du draufstehst und den irgendwie mit Narkotikfallen beschießt, dass du, je nachdem in welche Richtung du guckst, dass du den eventuell in die Richtung treibst damit. Nee, in die Richtung, die er eingeschlagen hat, so fällt er, also der fällt eigentlich relativ gerade runter. Ja, ich weiß, aber der flieht doch, wenn du ihn angreifst. Ja, dann gleitet er zu Boden, aber fast gerade runter. Ohne, dass du irgendwo hinschaust, oder... Ja, genau. Lassen wir so stehen. In ihrer Zahl. So, also ich habe jetzt gerade einen Mangel an Tetch. Habe ich in meinen Rentier drin. Rest habe ich gerade noch genug. Holz sind noch 1300 ungefähr. Tetch bräuchte ich. Eigentlich reicht es dann, wenn ich mit dem, also mit meinem Rentier rüberfliege, oder? Erstmal, wenn ich viel Tetch habe, dann Oh, Kroko. Sag mal, wer läuft denn hier? Ist das der Dicke hier? Ja, komm, ich muss den jetzt mal irgendwie hier ausparken. Also so geht's nicht weiter. Wen jetzt? Ja, hier den dicken Bronto, den freilaufen. Sorry, wieso habe ich ein Sternchen über dem Kopf? Ja, jetzt gibt jetzt neue Zeichen. Admin und Dings. Und ah, okay, das sagt also, dass ich Admin bin. Du bist ja Owner, oder? Ja, genau. So, mit ein bisschen Glück. Ja, klar, Glück. So, ich komme in den Rentier. Zack. Okay. Also vom Level her ist das Rentier jetzt das höchste. Also vom Basislevel, wo es gezähmt wurde. Ich habe ein bisschen Chaos gemacht hier. Aber der Bronto ist weg. Du musst unbedingt schauen, ob er nichts zerstört hat. Das, weil ich meine, ein Bronto braucht nicht viele Schläge, damit... Nö, der hat nichts zerstört. Und der, oh Gott, der hat das ganze Metall jetzt in Quetzal reingebracht. So, jetzt wird es langsam auch hell, das ist schon mal sehr praktisch, weil dann kann ich jetzt gleich mal die Dinos wieder ein bisschen neu sortieren. Ich glaube, wir machen jetzt echt mal ein bisschen länger hier an der Bauaktion, damit wir wirklich immer das Gehege fertig kriegen, damit wir die laufen lassen können. Ich glaube, dann die wird Großen das... wird halt ein kleines Problem werden, weil du bebt die ganze Zeit die Erde. Ja, welche Großen sind das denn schon? Der Bronto, da... Ja, den Bronto kann ich ja da oben stehen lassen, der muss nicht. Den Rex, also ich kann ja die Viecher, die ich hauptsächlich benutze, die kann ich ja sowieso in der Nähe von dem Links stehen lassen. Wo bist denn? Ich bin hier gerade drüben am Bauen. Also ich hatte es jetzt zumindest gerade vorgehabt. Ja, wo ungefähr? Ja, am Ende der Mauer. End of the Mauer. Ah, das haben sie neu reingebracht, oder? Was denn? Man kann jetzt die Ausrichtung der Wände ändern. Habe ich schon gehört, dass man das kann irgendwie. Mit E. Das ist ja cool. Da, am Kopf vom Quetzal. Alter! Hi. Das war Hi. wir bräuchten jetzt hier das Ding weiter. Oh, Hilfe.